Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video von The Bindings of Isaac. Perfekt zur Musik habe ich jetzt losgelegt mit Labern. Wir spielen Isaac heute mal wieder, weil ich mir dachte, auch wir können auch heute den Standard-Charakter spielen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, welchen ich im letzten Video gespielt habe, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht nachgeguckt habe. Aber naja. Auf jeden Fall, ich habe relativ gute Laune. Mir geht's eigentlich soweit auch ganz gut. Und ich habe gerade endlich mal wieder ein bisschen Zeit, was aufzunehmen. Und ja, beziehungsweise was heißt ein bisschen Zeit? Wir haben halt gerade 5 vor 12, also morgens, sozusagen abends, halt eben 5 vor 12. Und ja, da dachte ich mir, pennen gehen willst du noch nicht, also zocken wir noch eine Runde Isaac und labern ein bisschen Bullshit dabei. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben eben gerade hier schon mal wieder Seelenherzen bekommen, das finde ich ganz praktisch. Bin ich nicht direkt wieder tot, so wie in manchen anderen Folgen. Goldkiste. Mannschuhe, das ist nett. Sehr nett sogar. Du bist Rot war. The Virus, genau. Ja, ich habe zwar Virus gar nicht gern, weil Virus eigentlich total crappy ist. Und was hat mich da jetzt getroffen? Bestimmt auch so eine dumme Fliege, die nach mir schießt. Garantiert. Geht alle drauf, ihr dummen Fliegen. Perfekt. So. Münzen haben wir auch schon 5 Stück. Das geht ganz gut voran hier. Und, oh je. Geh weg. Geh weg. Das ist so einer der Bosse, die finde ich super einfach, aber manchmal verkacke ich es trotzdem. Ich verstehe es selbst, um ehrlich zu sein, dabei noch nicht. Wobei dieses kleine Anhängsel, wenn es dann alleine rumfliegt, irgendwie total unkontrollierbar ist, wie ich finde. Weil da fliegt er echt teilweise total, what the fuck. Genau, das war das, was ich meinte. Und man hat halt eben auch manchmal die Chance, den zu buggen. Oder genauso wie jetzt, dass er sich einfach gar nicht mehr bewegen kann. Wow, das war knapp. Nur da hält er halt eben auch nicht ewig drin. Kannst du bitte sterben? Kleines rotes Ding. Perfekt. Ganz gut gemeistert. Wir kriegen noch ein Level, ein Life up. Und wir hüpfen hier rein. So. Ja. Momentan ist ja so die Weihnachtszeit. Und, ich habe irgendwie total überhaupt keinen Bock mehr auf Weihnachten wegen den ganzen scheiß Weihnachtsliedern, weil die den ganzen Tag hoch und runter laufen, da wo ich arbeite. Und irgendwann geht es einem total auf den Sack. Wie ist das mit euch? Mögt ihr Weihnachtslieder oder mögt ihr sie nicht? Das würde mich echt mal interessieren. Weil da gehen ja teilweise echt die Meinungen so weit auseinander, dass man sich schon halb dafür umbringen könnte, teilweise, sag ich mal. So nach dem Motto, was, du hast Weihnachtslieder? Stirb, du elender Schuft! Und, ja. So ein Bullshit halt. Nee, ganz ehrlich, das interessiert mich wirklich. Was halt eben so ihr darüber denkt. Oh, wir kriegen eine Karte. High Priestess, das ist nett. Wir behalten auch erstmal das Book of Seven Sins, weil, ja, besser als gar keins. Wieder ein paar Spinnies. Spinni. Tote Spinni. Even more tote Spinnies. Komm schon, du auch noch. Sehr schön. Wir kommen ganz gut durch bis jetzt, aber wir sind ja auch erst in Ebene 1. Also 2 in dem Sinne. 1 unter dem Basement. Also, nee, wir sind immer noch im Basement. Ach, ich blick mit diesen komischen neuen Bezeichnungen nicht richtig durch. Von wegen Keller und Nicht-Keller und Basement und hast du nicht gesehen, aber naja. Auf jeden Fall, kleine Info zu dem Spiel. Es kommt demnächst ja irgendwann, wenn der Entwickler fertig ist, der, oh, wie heißt er? Edmund irgendwie, glaube ich, hieß er. Und der arbeitet momentan ja an einer neuen Version von Isaac, die nicht mehr auf Flash basiert, damit es nicht mehr so laggt teilweise. Und das ist eine, wie ich finde, eine sehr coole Sache, weil es ist echt verdammt nervig, manchmal diese Dropdowns zu haben. Und wenn da dann die neue Version rauskommt, die soll das dann nicht mehr haben und das wäre echt ein krasser Fortschritt.
weil das Spiel halt eben mit Lags schon ziemlich geil ist und ohne dann noch tausendmal geiler. So, der Boss war einfach. Und wir haben keine Schlüssel und keine Bomben. Oh je, das ist wieder einer von diesen Runs, ich weiß es genau. Wir werden entweder gleich ganz viele Schlüssel bekommen oder ganz viele Bomben oder keins von beiden und ganz viel Geld. Oder gar nichts von allen dreien, dann ist das der schlimmste Run, den ich je hatte. Das kann auch sein. Wer weiß. Wir haben eine Pille bekommen. Range up. Was sagt unser Buch? Das sagt uns Geld. Sterbt. Alle. Jetzt. Oh, Schlüssel. Meins, 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 meins. Und eine Bombe. What the fuck? Spiel, bist du kaputt? Bombe und Schlüssel in einem Raum. Wenn ich keins von beiden habe, das geht ja gar nicht. Das ist, grenzt schon fast an Magie. Dunkle Magie. Ja. So. Wir kriegen wieder ein halbes Leben dazu. Das ist auch ganz nett von dem Spiel. Die Heulis hier, die können mir gestohlen bleiben. Die dürfen jetzt gerne sterben gehen. Wobei erstmal die Mammviecher hier. Die Raupis, wie ich sie gerne auch nenne. Weil die erinnern mich irgendwie immer so ein bisschen an Raupi von Pokémon. Halt eben in weiß, aber von der Form her sieht schon ähnlich aus. Und ich fehle gerade richtig hart. Ich laber viel zu viel, glaube ich. Zumindest für meinen Spielskill ist es nicht gut. $3, $3, $3. Ah, in jedem Raum haben wir jetzt eine neue Eigenschaft für unsere Schüsse, glaube ich. Das war das, glaube ich. Und wenn es das nicht war, dann ist mir gerade entfallen, was es sonst war. Aber ich glaube schon, dass es das war. Kannst du bitte jetzt sterben? Auch du Dicker. Dankeschön. So, volles Leben. Seelenherz. Nette Sache. Ah, genau, das war alles, was ich dachte. So. Du darfst jetzt von mir versuchen wegzulaufen. Aber mit wenig Erfolg. Oh, wir schießen Zähne, glaube ich. Ich glaube, das war gerade ein Zahn, wenn ich mich nicht verguckt habe. Was haben wir hier drin? Noch ein Seelenherz. Das hat sich natürlich jetzt total nicht gelohnt. Aber naja. So. Dann würde ich schon sagen, weil wir eh nichts weitermachen können, gehen wir direkt noch zum Boss. Den haben wir. Oh je. Goodie, mein Freund. Ich bin dafür, wir buggen ihn einfach wieder so, wie ich immer mache, wenn ich keinen Bock auf diesen Boss habe. Stellen uns einfach hinter ihn und klauen uns die Eier. Das mache ich jetzt natürlich nicht, aber. Ja, der Bossfight ist total interessant. Also, muss man ja schon sagen. Es gibt keinen spannenderen. Vor allen Dingen, weil wir auch gar nicht irgendwie gar keinen Schaden an ihm machen. Was so ein bisschen nervig ist. Mach doch mehr Schaden. Au. Au. Ja, die blöden Dinge müssen wir natürlich töten, aber die treffen wir wieder nicht. Gurdi, kannst du jetzt bitte sterben? Schneller. Nicht so lahm. Weil das ist echt nervig. Du bist ein richtiger Scheißboss. Da geht er down, da geht er down, da ist er down. Yay. Resource. So, du bist tot, Blupsi. Du bist auch tot, Blupsi. Wir nehmen das Ding, wir nehmen die Stammzelle und wir nehmen das rote, das weiße Herz mit. Und springen in den Abgrund. Flupp, da haben wir auch 7 Herzen schon. Also es sieht ganz gut aus, zumindest herztechnisch. Oh, und wir haben gerade die zurückkommenden Schüsse. Das ist auch ganz nett. Zumindest meistens. Wow. Nix da. So. Mein Lieblingsboss Fiskula. Und ich stelle mich da schon wieder zu blöd an. Halt, das wollen wir nicht. Was hast du hier? Vielleicht ein Second Item.
oder ein paar Bomben, mit denen ich dich jetzt selbst in die Luft jage. The Devil! Das ist doch ganz nett. Wir nehmen aber erstmal die Pille. Book, Balls of Steel. Nicht Book of Steel. Und Cancer! Yay! Ich wollte schon immer Krebs haben. Cancer war zumindest, glaube ich, Krebs. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Sehr schön. Weiter geht's. Wir haben... das ist praktisch, dass wir jetzt gerade den Schuss bekommen haben. Das ist Mom's Contact als eigentliches Item. Damit können wir den Gegner sozusagen versteinern oder einfrieren. Ich weiß jetzt gar nicht, was es genau ist. Und das ist bei dem Boss hier gerade so praktisch. So unglaublich praktisch. Was haben wir hier? Wow. Ja, dann lassen wir die Pille direkt liegen, weil Bad Gas brauchen wir nicht. Zumindest nicht, wenn wir die The Devil Card haben. Nein. Ich möchte nicht mit eurem Penis verlängerten Würmchen spielen. What the fuck? Sterbt alle. Jetzt. Dankeschön. Halt, das nehmen wir mit. Und hier geht's weiter. Oder eben auch nicht, weil hier nichts ist. Du bist tot. Die Blutbank, die lassen wir mal. Oder? Moment, was haben wir hier? Range Up nochmal. Wir probieren mal kurz bei der Blutbank unser Glück. 2-3 Herzen können wir sponsern, weil wir haben ja noch Seelenherzen. Und das sind genügend. Na, ein halbes gebe ich noch ab. Ey, das war schon eins mehr, wie ich wollte. Dann machen wir es jetzt glatt. Gut, dann haben wir halt eben nichts davon. Auch okay. Blödes Ding. Hätte ja wenigstens mal so fähig sein können und uns irgendwas geben können. Also was Vernünftiges. Zum Beispiel so den Blutsack oder so. Aber wieso habe ich so schnell Attack Speed irgendwie? Doch nie Attack Speed aufgesammelt, oder doch? Also falls ja, habe ich es irgendwie verpasst. Aber falls nein, dann Baum. Dann weiß ich nicht, was sonst. Oh lol. Hey du, ich habe Geld. Was hast du für mich? Och Penner, komm, gib mir mehr. Give me more, please. Thank you. Okay. Das heißt, wir müssen schon mal den Goldraum nicht mehr suchen. Ja gut, jetzt sowieso nicht mehr, aber... Heilige Scheiße. Geht weg. Oh, was ist das für ein Attack? What the fuck? Und das ist gerade schon ein bisschen hardcore schnell gewesen. Also ich weiß ja nicht. So. The Foo. Nein. Lassen wir schön hier liegen, weil sonst muss ich gleich hier wieder hinrennen wegen Devil. Und nein, das wollen wir nicht. Das klingt zumindest, als ob wir sie vereisen würden, aber ich bin mir wie gesagt nicht ganz sicher, ob vereisen oder versteine. Aber auf jeden Fall sind sie festgedingst halt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Schon, lass was schön drin sein. Dann eben nicht. Halt. Was sagt der Room? Nix, weil ich es nicht aufmachen kann. Das ist vollkommen okay. In den Shop komme ich leider auch nicht rein, weil ich keinen Schlüssel mehr habe. Aber genügend Münzen hätte diesmal. Ach ja. Wir sind gefickt. Egal. Gehen wir weiter. Zurück zum Bossraum. Schwuppdiwupp. Einmal geht noch. Ah. Okay. Wir haben was freigeschaltet. Die Mums Pilz Bottle Bla Gedöns. Keine Ahnung, wie es genau heißt. Da das Vieh jetzt auch noch in mich reingeflogen ist, war es total fatal einfach nur für ihn. Und es war schneller tot, wie er konnte. Tears up, wir kriegen mengenweise Leben dazu. High Priestess wieder. Heilige Scheiße. So.
Wir sind schon in The Depths und wir gucken direkt in den Goldraum, weil der direkt hier ist. Will ich das, will ich das, will ich das, ich will's. Weil verfolgende Schüsse sind eindeutig besser wie irgendein random Item. Was wir noch nicht mal mehr unbedingt brauchen. Au. Sterbt alle. Holy fuck. Okay, die sind gerade so ein bisschen ausgerastet. Nur so ein bisschen. Wo geht's zum... Hm? Hier rum zum Boss? Nein. Warum? Warum ihr? Komm schon. Einer tot, zwei tot, drei tot. So, jetzt wird das Ganze nämlich schon immer übersichtlicher. Fuck dies! Ich lass mich andauernd treffen von dem Scheiß. Au. Oh Mann. Jetzt verkacke ich aber gerade ziemlich. Aber ich will nicht verkacken. Sehr schön. Hier runter. Ach, hier sind die eben angesprochenen Dropdowns. Nicht Cooldowns, Dropdowns. Heilige Scheiße. Stop attacking me. What the fuck. Heilige Scheiße, ich habe so viel Leben. Wow, ich bin gerade auch in jeden Schuss rein. Ich habe so viel Leben verloren. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ein Treffer und ich bin tot, wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe es wieder mal verkackt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sorry, dass ich schon wieder gefailt habe. Und ciao, ciao.